Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Deutsches Kinderhilfswerk fordert Integrationskonzept für Flüchtlingskinder. Neue Meldehotline gegen lange Wartezeiten in Bürgerämtern. Und das Wetter, die nächsten Tage bleibt es überwiegend trocken, nur ab und zu kann es kurzfristig nass werden. Mit Temperaturen um die 4 bis 5 Grad sollte der Schal aber weiterhin nicht fehlen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 24. Februar 2016. Das Deutsche Kinderhilfswerk mahnt im Vorfeld der Asyldebatte im Bundestag ein langfristig ausgerichtetes Integrationskonzept für Flüchtlingskinder in Deutschland an. Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist aus Sicht des Kinderhilfswerkes nur im Zusammenspiel der professionellen Kräfte der Kinder- und Jugendhilfe und der Ehrenamtlichen zu bewältigen. Leitlinie eines solchen Integrationskonzeptes sollte ein respektvolles und an den Kinderrechten ausgerichtetes Miteinander sein. Die derzeitigen Debatten konzentrieren sich zu sehr auf Schlagwörter wie Grenzsicherung, Flüchtlingskontingente oder Obergrenzen und verlieren dabei die Menschen aus dem Blick. Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert, dass der Familiennachzug für Flüchtlingskinder nicht eingeschränkt werden darf. Der Schutz von Flüchtlingskindern in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften dringend der gesetzlichen Verankerung bedarf und der vollständige Zugang zu ärztlicher und psychosozialer Versorgung sichergestellt werden muss. Die Organisation des Maifestes in Kreuzberg ist weiter unklar. Die gemeinsame Suche nach einer Lösung gehe weiter, erklärte CDU-Innensenator Frank Henkel nach einem Treffen mit der Maifest-Crew. An dem einstündigen Gespräch nahm auch Polizeipräsident Klaus Kant teil. Der Senator erklärte, in dem sehr konstruktiven Gespräch sei ein Vorschlag erarbeitet worden. Zum Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. Die Maifest-Crew werde jetzt darüber intern beraten. Danach werde man sich wieder zusammensetzen, so Henkel. Zuvor war bekannt geworden, dass der Fanmeilen-Organisator Willi Kausch das Fest nicht als Veranstalter übernehmen werde. Bei einem Treffen mit der Maifest-Crew sei schnell klar gewesen, dass Kausch für ein politisches Fest in Kreuzberg nicht der richtige Partner sei. Die Veranstaltung am 1. Mai war einst ins Leben gerufen worden, um Gewaltausbrüche von Linksextremisten einzuschränken. Da Bezirk und Polizei nun unterschiedliche Auffassungen zu dem Charakter des Festes haben, wird ein Kompromiss gesucht. Das Fest war im vergangenen Jahr mit Zehntausenden Besuchern völlig überlaufen. Im Kampf gegen lange Wartezeiten bei Berlins Bürgerämtern gibt es nun eine Hotline für Meldeangelegenheiten. Wer eine Wohnung an-, um- oder abmelden will, kann künftig eine Servicenummer kontaktieren und soll binnen weniger Tage einen Termin bekommen. Wie die Innenverwaltung mitteilte, können Berliner montags bis freitags zwischen 7 und 20 Uhr anrufen. Den Angaben zufolge sind Meldeangelegenheiten eine der gefragtesten Dienstleistungen bei den Bürgerämtern. Ein weiterer Grund für die Hotline ist demnach die Abgeordnetenhauswahl am 18. September. Um wählen zu können, müssen Berliner sich 3 Monate vorher offiziell in der Stadt angemeldet haben. Auch über das Internet und vor Ort können weiterhin Meldetermine gebucht werden. In Berlin gab es seit Monaten unter anderem wegen des großen Zuwachses an Einwohnern kaum noch Termine, um etwa einen Wohnsitz anzumelden. Grippeviren breiten sich in Berlin weiter aus. Allein in der jüngsten Meldewoche sind rund 175 Influenza-Fälle bekannt geworden, wie aus einem Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales hervorgeht. Damit wurden zwischen Oktober 2015 und Mitte Februar 2016 insgesamt 780 bestätigte Fälle gezählt. Ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Inzwischen wurden auch mehrere Ausbrüche bekannt, darunter in einer Kita mit 15 Erkrankten. 96% der Betroffenen waren den Angaben zufolge nicht gegen Grippe geimpft. Die tatsächliche Zahl der Erkrankten dürfte noch höher liegen, da nicht alle Patienten bei entsprechenden Symptomen getestet werden. Bisher hat die Grippewelle in Berlin 3 Todesopfer gefordert. Die Reisebranche will die Kundschaft mit der internationalen Tourismusbörse in die Reisebüros und an die Buchungsportale locken. Zur 50. Ausgabe der Reisemesse vom 9. bis 13. März werden mehr als 10.000 Aussteller erwartet, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Partnerland der Messe sind in diesem Jahr die Malediven. Die ITB ist an den ersten 3 Tagen Fachbesuchern vorbehalten. Am Wochenende öffnet die Leistungsschau für das gesamte Publikum. An einem Teil der Stände können auch Reisen gebucht werden. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 175.000 Besucher.
Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es meist dicht bewölkt. Vereinzelt kann es auch noch leichten Regen geben. Die Tiefstwerte liegen um 1 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es zwar in weiten Teilen trocken, bis zum Mittag kann es gebietsweise aber auch noch mal etwas tröpfeln. Anschließend lockert die Wolkendecke weiter auf und die Sonne kommt für mehrere Stunden zum Vorschein. Das Quecksilber erreicht maximal 5 Grad. Und der Ausblick, auch die kommenden Tage fallen in der Tendenz eher freundlich aus. Zwar kommt das Quecksilber nicht über 4 bis 5 Grad hinaus, so erwartet uns aber vor allem am Samstag ein sehr sonniger Tag mit bis zu 7 Sonnenstunden. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.